Am 12. März fand in der Wagram-Halle in Kirchberg am Wagram die New Vino Jungweinverkostung statt. Bei der von den Jungwinzern aus der Region Wagram organisierten Veranstaltung wurden nicht nur Weine verkostet, sondern auch ausgezeichnet. Für Unterhaltung sorgten Zauberei und Musik. Genau hier. Der Herr passt aber sehr gut auf. Könnten Sie gleich bitte mal mit einem Auge am Weinende schauen? Ja? Mit dem anderen Auge? Jetzt heißt es entweder das Tanzbein schwingen oder aber mitsingen. Und durch den Abend führte Arabella Kiesbauer. Frau Kiesbauer, was führt Sie heute ins doch sonst eher beschauliche Dörfchen hier Kirchberg am Wagram? Ja, Kirchberg ist heute auf jeden Fall nicht so beschaulich wie vielleicht sonst, weil hier wahnsinnig viel los ist. Hier wird der Jungwein prämiert, der Jungwein 2005, und ich habe die große Ehre, Weinpatin zu werden. Ich war jahrelang ein großer Rotwein-Fan und demzufolge ein großer auch Burgenland-Fan. Mittlerweile trinke ich lieber Weißwein. Und bin zum Beispiel da auch bei den Niederösterreichern sehr fündig geworden. Ich habe natürlich im Zuge der Vorbereitung auch auf die Veranstaltung heute ein bisschen die Wagramer Weine durchprobiert und kann nur sagen, also zum Beispiel die New Vino Wagram Sieger 2001 und 2002, Weingut Daschütz und Weingut Ecker, das sind schon sehr, sehr gute Winzer. Ja, diese Veranstaltung wurde immer von den jungen Winzern unserer Gemeinde veranstaltet. Und ich glaube, die jungen Winzer sind diejenigen, die die Zukunft auch gestalten. Und sie haben auch das gewisse Know-how, bringen sie mit. Und Kirchberg wird sozusagen das Zentrum von Niederösterreich, was den Wein betrifft. Ja, ich glaube, das wird nicht das Zentrum von Wein, das ist es bis jetzt schon immer gewesen. Und die Wagramer Weine sind Top-Qualitäten und wir können sich mit anderen Weinbaugebieten auch messen. Das sieht man bei sämtlichen Verkostungen, egal bei welchen Bewertungen, sind immer Winzer aus unserer Gemeinde mit ganz vorne dabei. Ja, wir sind mit dem heurigen Jahr eigentlich sehr zufrieden. Wir haben unsere Besucherzahlen, bis jetzt kann man es ja nur sagen, von der Weinverkostung auf jeden Fall steigern können. Die Weine sind gut angekommen, es wird brav verkostet, also wir als Veranstalter sind zufrieden und glücklich. Die von Jahr zu Jahr kommen eigentlich auch zur Weinverkostung immer mehr Jugendliche. Wir waren das beim ersten und zweiten Mal, war es doch eher mehr beim Clubbing. Und das ist ja genau unser Ziel, dass man ein Publikum, ich sage mal, zwischen 20 und 30 zum Wein bringen will. Ja, am Anfang war es natürlich eine eher regional beschränkte Veranstaltung. Jetzt ist eigentlich wirklich, wie Sie sagen, das Einzugsgebiet schon sehr, sehr groß. Und ich denke mal, vom Wiener Raum her, hier heraus, hat man nur eine halbe Stunde Fahrzeit und es geht gut mit dem Auto, seitdem es die Autobahn gibt. Und darum wollen wir den Wagram einfach mitbewerben mit dieser Veranstaltung. Und der Wagram hat exquisite und gute Weine und es ist wichtig und notwendig, dass es da junge Winzer gibt, die sich engagieren. Wie ist es, kommen da Leute her, die sagen, ich möchte jetzt genau den und den speziellen Wein kosten? Ja, natürlich. Aber zu uns in die Region kommt man hauptsächlich wegen Zweigelt. Natürlich gibt es einige Exoten, aber hauptsächlich ist der Zweigelt bekannt. Gibt es Leute, die dann herkommen und sagen, der war aber so gut, dass ich mir gleich nur einen haben will? So ist es, ja. Überhaupt die Jugend ist da ja, sehr leicht von einem Wein eigentlich voreingenommen und will dann eigentlich nur mehr denselben Wein haben. Ich glaube, diese Veranstaltung ist ein voller Erfolg heute. Es ist ein sehr großer Erfolg, sicher der größten der letzten Jahre, weil einfach die Begeisterung jedes Jahr stärker wird auf Wein, auf Genuss auf Wein und auf Erlebnis. Um einfach Spaß zu haben, neben zu plaudern, sich amüsieren, einfach einen guten Wein zu trinken. Und das ist einfach hier vollendet. Stichwort guter Wein, welche kann man da aus der Region, natürlich gibt es sehr viele, welche könnte man besonders empfehlen? Natürlich, wir sind präsentiert für Weißweine, besonders unsere Hauptsorte, der grüne Veltliner, der rote Veltliner oder der frührote Veltliner, auch wunderschöne Weißburgunder, Chardonnays und Riesling haben wir. Zu den Prominenten noch, Sie haben Arabella Kiesbauer gewinnen können für diese Veranstaltung, glaube ich, ein großer Gewinn und auch das Publikum war sehr interessiert dran. Das ist ein sehr großer Gewinn, weil wir haben Prominenz, die was zu uns kommt, die was uns auf uns sich freut, mit uns einen schönen Abend erlebt und das begeistert auch das Publikum und das ist immer schön für uns. Das Ende der Veranstaltung wurde mit einem Clubbing abgerundet.